1945. Im April erreichen US-amerikanische Einheiten das Konzentrationslager Flossenbürg. 33.000 Menschen wurden hier und in den Außenlagern ermordet. Die US-Amerikaner internieren Kurt Erich Schreiber, 34 Jahre alt und SS-Hauptscharführer. Er zählt zu den Angeklagten in einem der Hauptprozesse der US Army zu KZ-Verbrechen nach Kriegsende. Kurt Schreiber ist ein Mann, der für eine ganz spezifische Gruppe steht, nämlich die Gruppe der höheren SS-Unterführer, das heißt der Unteroffiziere, die nahezu durchgängig von 1933 bis 1945 im KZ-System gedient haben und den eigentlichen Kern der SS in den Konzentrationslagern bilden. Das sind die Experten, auf die man nicht verzichten kann. Kurt Schreiber wächst in einem Dorf nahe Leipzig auf. Als junger Mann mit gerade 21 Jahren und noch vor 1933 wird er Mitglied der SS. Einer von Tausenden. Und die zentrale Frage ist immer, warum haben sich denn bestimmte Dinge so entwickelt im KZ-System? Warum wurden diese Männer zu Massenmördern? Stefan Hörtler ist weltweit einer der anerkanntesten Experten für die Analyse von Täterfotografie der NS-Zeit. Er hat tausende Biografien recherchiert, unzählige Personalfotos gesichtet, Namen und Dienstränge geprüft, Einsatzorte zugeordnet. Eine KI kann das nicht, denn die meisten dieser Biografien sind nicht digital erfasst. Stefan Hörtler kann hochrangige SS-Führer identifizieren, die Karriere im KZ-System machen. Und schnell fällt ihm auf, dass ein Mann immer wieder auftaucht. Es ist der Mann, der 1945 von den US-Truppen gefangen genommen wurde. Kurt Erich Schreiber. Dieses Album erzählt von einer Karriere im KZ. Eine private Erinnerung, die ein entscheidendes Puzzlestück zum Aufbau und Alltag der SS-Mannschaften in den Lagern hinzufügt.